Second Try bei Escape Lane, wo ich gerade erwischt wurde, für die Leute auf YouTube in der letzten Folge, weil ich so ein bisschen versucht habe, mehr Kopfgeld zu jagen, indem ich Polizisten jage. Im Spiel. Boah, das irgendwie missverstanden wird. Kümmere mich um mehrere zu schnelle Fahrzeuge. Benötige Verstärkung. Gebt mir alles, was ihr habt. Halten Sie an! Zentrale, bitten um Genehmigung für ein... Warum bleibst du denn stehen, Alter? Was ein Dulli war das denn? Verkehrsunfall, wiederhole. Verkehrsunfall. Wo kann man das Spiel denn spielen? Origin, Steam, PS4, Xbox. Bald Switch in der Woche. Zentrale, wir benötigen eine Straßensperre. Wir benötigen eine Straßensperre. Die Straßensperre. Hat den Maserati komplett zerrissen. Und aus dem Leben gerissen. Audi. TDS. Hui. Bump Draft Diggy. Jo. Da passiert was. Oh. Autsch. Uff. Die männliche Stimme klingt 1 zu 1 wie er. Wie Nico Rosberg. Zielfahrzeug ist in einem Verkehrsunfall verwickelt. Ich glaube, ein bisschen tiefer, oder? Aber ich höre, glaube ich, die Ähnlichkeit. Und moin, Speedy. Ja, wir zocken heute nur Kampagne. Sorry, Mate. Was geht, Schatzi? Oh! Abgeworfenes Nacken. Kopf zerstört. Was mit der EMP? Wir haben ein... Ciao, Marvin! Leicht ans Heck gestoßen. Oh! Alter! Ey, ich muss schon sagen, so ein bisschen aggressivere Polizei ist dann auch schon echt geil. EMP? Also, es sind halt echt lustige Situationen, die da zustande kommen. Gut, die Kamerafahrt ist ein bisschen wasted, aber sonst... Oh, der M3. Der 63er AMG. Bam. Verdächtiger setzt sich zur Wehr. Melde eigene Schäden. Ciao, Marvin. Ja, aber diese Rücksetzpunkte, so kennt man das von Criterion Games. Das waren echt fähige Leute, das gute alte Studio. Oh. Viel zu wenig Vertrauen, was man in die hatte. So viel zum Thema Ausweichen. Aber einen ziemlichen Schrotthaufen hier. Kriegscode 3, Rettungseinheiten. Hat der gerade den M3 einen Schrotthaufen genannt? Bist du irgendwie... des Wahnsinns? Verdächtiger unterwegs in den alten Eisenbahntunnel. Ah! B. C. Hm? Warum hat er noch halbes Leben? Verfolgung eines BMW! One-Hit-Wonder, Alter. Nice, danke dir für den Rücksetzpunkt, Spiel. Geiler Rücksetzpunkt. Verdächtiger fährt
Ja, ein bisschen. Probieren wir, seinen Wagen auszuschalten. Wie bitte? Was war das? Ich hab dich nicht verstanden. Was probierst du mit meinem Wagen? Du probierst ihn... Ah. Er wollte meinen Wagen ausschalten. Ja, das ist natürlich blöd gelaufen. Dass es genau andersrum ist? Hm. Schwierig. 444. Hashtag Blast. Ausrüstung verbessert. EMP Stufe 2. Digi, was geht? Oha. Hudson Tech. Modernste Automobiltechnologie für den Zubehörmarkt. Mit einem hochdruckgeladenen Teilchenkompressionsgenerator wird ein elektromagnetischer Impuls, der Militärstandards entspricht, zweimal schneller abgefeuert als mit der bisher eingesetzten Technologie. Okay. Ich... Was haben die gesagt? Fahrzeug... hier Upgrades... Also, wenn du dir in der Realität mit Militärstandards gefertigte EMPs holen kannst... Gute Nacht, Diggi. Und Mosel Luis, vielen Dank für den Prime-Sub in den zweiten. Feiere deine ACC-Streams. Ehre, mein Lieber. Merci, moin moin. ACC ist im Moment ein bisschen ruhig geworden, weil aktuell nicht so die Strecken da sind, die ich so 100% Ehre finde. Deswegen ACC dauert noch ein Momentchen, aber wird bald gezockt. Bald wieder gezockt. Also, ja, ACC soll bald dann wieder kommen. Mal gucken, wann genau. Ich finde es ja ein bisschen schade, dass sie die Random-Strecken quasi alle 2 Tage machen, weil, also bei ACC im Online-Competition-Modus, kurz mal erklärt für alle Leute, die da nicht so mit dem Game drin sind, alle 2 Tage hast du quasi eine festgeschriebene Strecke und die rotieren dann auch immer entsprechend dem Kalender und quasi alle 2 Tage, einen Tag versetzt, hast du immer eine Random-Strecke oder Random-Strecken. Das heißt, da kannst du mal im 15-Uhr-Rennen Ungarn fahren, dann Katalonien im nächsten Rennen, also Spanien, dann im nächsten Rennen Misano, dann Monza und sonst noch was. So, und das ist halt der Punkt, das finde ich halt sehr, sehr schade, dass du das halt wirklich jeden zweiten Tag hast, die Random-Strecken. Weil wenn du, sagen wir, einmal oder zweimal die Woche random Strecken hättest, aber sonst halt wirklich planen kannst mit den Strecken und feste Strecken hast, dann würde ich wahrscheinlich sogar noch ein bisschen mehr ACC fahren. Ich will halt einfach nicht random Strecken haben und dann hast du Kyalami und dann bin ich in Kyalami, keine Ahnung, 2-3 Sekunden Off-Pace und was willst du da machen? Die Lobby will ich halt auch nicht verlassen. Das wäre auch irgendwie doof und würde ein falsches Signal senden, finde ich. Und deswegen, ja, lasse ich das immer wieder mal sein, aber sobald halt coole Strecken wiederkommen bei ACC, bin ich halt auch gerne wieder dabei. Warum spielst du das Spiel? Weil ich Lust drauf habe. Kyalami ist Liebe. Ja, wenn man die Strecke kann, wahrscheinlich. Sonderausstattung gibt es sicher auch im Herstellerkatalog, ja. Möchten Sie eine EMP? Sie können ungewünschte Verkehrsteilnehmer einfach wegschießen. Oh ja, ja, machen Sie mal ruhig, machen Sie mal. Unsere EMPs sind nach höchsten Militärstandards. Die werden auch in der Formel 1 immer benutzt, deswegen... Keine Ahnung, zum Beispiel Perez gegen Albon in Imola war ja auch Spinala von Albon. Das hat Perez ja auch perfekt gemacht mit dem EMP-Cover. Alter! Hab ich nur gewundert, das ist für mich Kindheit war damals 10. Ja. Ist halt jetzt das Remaster rausgekommen. Glaube nicht, dass du beim Remaster jetzt auch 10 bist. Das wäre geil, ich bin keinen Tag gealtert. Hm.
Not sure, was du dann genau wärst. Supernatural-Maßstäben könntest du dann alles Mögliche sein. Nee. Gehen Sie aus dem Weg. Achtung, Mutter mit Kind. Dass man für das Finden der Abkürzung 200 Erfahrungspunkte bekommt, irgendwie weird. Oh! Knapp. Weil... Naja, wirklich finden tust du sie nicht. Sie sind auf der Minimap einmarkiert. Minimap, 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 Minimap. Spiel ich auch Multiplayer? Heute auf jeden Fall nicht, nee. Vielleicht mal die Tage. Oh! Lassen Sie mich Arzt, ich bin durch. Ja, nice. Wir sind hier im Ritz-Carlton und wir dürfen nicht einchecken, weil wir Orangensaft verschüttet haben. Frag nicht, was für ein Saft. Einfach Orangensaft. Turn up. Wie lässt sich spielen? Auch ganz ordentlich. Fahrphysik ist nicht so 10 von 10 immer noch, finde ich, aber vielerlei anderer Hinsicht sehr, sehr schön, sehr entspannt. Also in vielerlei Hinsicht muss ich sagen, immer noch ein sehr gutes, sehr ordentliches Spiel. Und gerade wenn man die aktuellen NFS-Spiele mal spielt, dann ist... Also es fällt halt auf, wie erschreckend... mittelmäßig die Spiele heutzutage immer wieder dann sind bei Arcade-Rennspielen. Also, es klingt halt echt gemein, aber ich glaube, wir haben echt die letzten 5-6 Jahre mindestens eigentlich nur Durchschnittskost bei Arcade-Rennspielen bekommen. So gut wie. Forza Horizon 4 ist mal außen vor. Das ist unglaublich gut. Ja. Sonst... NFS Heat ist okay. Abseits davon, was gab es denn für gute Arcade-Rennspiele die letzten 5-6 Jahre? Sagen wir mal ab 2014. Und The Crew lasse ich nicht durchgehen. The Crew ist höchstens Mittelmaß. Unterer Durchschnitt. Nice auch am Start. Fortnite ist auch gut. Ja. Nice wie immer mit den besten Tipps. Oh, der Challenger. Den neuen Challenger finde ich geil. Ah, mittlerweile wahrscheinlich älterer Challenger, aber finde ich trotzdem nice. Und moin moin Pille. Könnte auch irgendwie in die Open World. Vielleicht gibt es da auch ein bisschen mehr Sinn mit den Abkürzungen finden. Ja gut, die sind ja trotzdem dann auf die Minimap, auf der Minimap eingezeichnet. Aber mit Y kannst du in die freie Fahrt, da kannst du die. Da kannst du free roam. Oh, geiles Auto. Oh, Corvette Z1. Uff, Digi. Ja, nice. Bei mir gab es einen lecker Kuchen. Ich habe bis jetzt ein halbes Stück von diesem Kuchen gegessen. Ich habe tatsächlich noch nie von dem Kuchen, der jetzt zu meinem Geburtstag gemacht wurde, so wenig Kuchen in so einer Zeitspanne gegessen. So einer langen Zeitspanne. Und Gladie, moin! Echt eine Trainingsübung, aber du wirst genauso werden, als wäre es eine echte Situation. So, let's go. 1,38. Fotomodus. Ja gut, was wahrscheinlich heute nochmal deutlich schöner ist, sind die Partikeleffekte. Wenn du mal so auf jetzt im Detail schaust. Ansonsten glaube ich, heutzutage wird so viel Mühe und Aufwand reingesteckt in so Kleinigkeiten, die nie im Leben jemand achten wird. Und damit hast du eine hohe Entwicklungszeit und am Ende hast du so eine krasse Orientierung auf Optik und Sachen, die einfach niemanden jucken, dass die Spiele einfach recht durchschnittlich werden. Schaut euch Dirt 5 an. Das ist. Ich werde es noch ein bisschen mal weiterspielen wahrscheinlich, ja. Aber
als Spiel ist es halt, finde ich. Alter, gelebte Durchschnittlichkeit. Was? Ich versuche nicht die Abkürzung zu nehmen. Gladie, Ehrengladie, Alter. Geil, der haut 5 Gift-Subs raus. Merci, Alter. Was geht? Und vielen, vielen Dank, Udo, für den Glückwunsch. Da musst du einen Bogen fahren. Ja, ich probiere es. Aber natürlich probiere ich auch da, den Bogen möglichst eng zu nehmen. Alle Einheiten bitte melden. Das ist eine Notfallsituation. Meine ich, von Most Wanted könnte ein Remaster kommen. Beim 2012er mit ziemlicher Sicherheit sogar. Bin ich mir sehr sicher. Weil beim 2005er halte ich es für ein bisschen unwahrscheinlich. Ach, schade. Weil das wahrscheinlich bedingen würde, dass du auch die Grafik nochmal krass überarbeitest. Die Grafik von dem Spiel kannst du heutzutage immer noch gut genießen, aber ich kann mir vorstellen, dass EA es halt eher ungern hat, wenn man das 2005er Need for Speed optisch so quasi als Maßstab hier hätte. Müssten dann extrem viel Aufwand da reinstecken. Die Frage ist halt, ob die dazu bereit wären. Ich glaube, es könnte sich lohnen. Letzten Endes machen wir so eine Raikönnen-Antwort. Letztendlich entscheidet EA darüber. Ich nicht. Nice! Trotz 7 Strafsekunden. Easy. So. Ich würde mich freuen, wenn sich nicht jedes Auto in Arcade Race dann fahren würde, als hätte man nasse Seife als Reifen. Ich finde es gut, dass du betonst, dass die Seife nass ist. Aber ich stimme dir zu. Ich finde tatsächlich, dass das Handling oft auch sehr durchschnittlich ist. Ich glaube, man probiert da einfach immer ein bisschen komplexer und komplexer zu werden und merkt einfach gar nicht, dass es die Qualität des Spiels überhaupt nicht verbessert, sondern wenn überhaupt, dass es einfach dem entgegengeht, weißt du? Dass du, je komplexer du die Physik machst bei einem Arcade Racer, desto unangenehmer fährt es sich dann auch. Also, keine Ahnung. So, hab mich jetzt auch entmutet. Mit einer Hand gerade gefahren, damit ich kurz noch meinen Entmute-Button drücke. So, ja, es gibt auf jeden Fall eine Open World, weil das auch gerade im Chat gefragt wurde. Ist aber auch nicht so wirklich erstrebenswert. Also, du kannst nichts in der Open World machen, sagen wir es mal so. Deswegen, das ist so ein Spiel, da zockst du eher die Mission, da zockst du Multiplayer. Der Multiplayer, der ist auch ziemlich nice. So, und rein in die Abkürzung. Tom hat eine neue Geschäftsidee für mich. Hello, Kuh. So, experience more. Schön. Oh, Continental Supersports Coupé. Oh, seit der CC bin ich ja eh so ein Sucker für den Continental. Oh, so geil. Okay, geil, die ist auf jeden Fall auch bei Hello Kuchen als Investor dabei. 17 Racer-Events haben wir schon abgeschlossen. 13 Cop-Events. Machen wir weiter.
Racer oder Cop? Wir hatten gerade Racer, machen wir eine Cop-Mission. Alter, was ist denn hier los? Holy moly. Oh. S-Martin 177. Wie viele Autos wir hier fahren können. Ah, den Gumpert Apollo gibt's auch. Heißt er eigentlich Gumpert oder Gumpert? Das war doch eine deutsche Firma. Ich sag Gumpert, aber... Also eigentlich sage ich Gumpert, aber... Gumpert ist eigentlich... Ich fände es so ein bisschen... Gumpert klingt so ein bisschen wie so ein Kumpel mit so einer richtig fetten Plauze, den du so... aus dem Stammtisch kennst. So, oh ja, der Gumpert! Ja, der Gumpert, der hat meinen... Genau so, als wäre es eine echte Situation. Es wäre auch aktuell so ein bisschen zu viel Zeit fahren, muss ich ehrlich gerade mal sagen. Also ich würde schon gerne lieber mit dem 177 hier gerade eine richtige Verfolgungsjagd haben oder so, aber... Oh, anscheinend steht das Polizeidasein halt auch aus mehr als einfach nur Verbrecher festhalten. Manchmal musst du halt auch einfach mal einen Aston Martin von A nach B fahren, belastend. Das ist übrigens nur ein Scherz. Großer Respekt an alle Polizisten. Insbesondere natürlich an diejenigen, die vernünftig bleiben, was die überwältigende Mehrheit ist. Da besteht für mich kein Zweifel dran. Weil ich mir auch vorstellen kann, dass es einfach ein harter Knochenjob ist. Insbesondere mit was für Menschen man immer wieder halt auch hantieren muss, wie provokant manche Menschen wahrscheinlich drauf sind. Ich meine, wenn jetzt bereits der ja, zum Aufnahmezeitpunkt noch US-Präsident in dem von ihm geführten Land Riesenwahlbetrug sieht. Riesenwahlbetrug. Und so frech ist quasi den ganzen Wahlhelfern im Prinzip damit so dezent Schlag in die Fresse damit zu geben. Oh, das war schlecht. Nice. Dann will ich nicht wissen, was Privatleute halt machen, wenn sogar so ein Präsident so eine Dreistigkeit hat. Wie gefällt mir das Spiel bis jetzt? Jo, Dennis, moin. Okay. Ist in Ordnung. Oh, Panamera. Also ganz ehrlich, aus der Erinnerung würde ich sagen, da habe ich das Spiel damals so, sagen wir mal, als so 6 oder so gesehen. So eine 6, 7 höchstens. Ah, es ist schon wieder Zeitfahren. Wait a second. Ja. Also jetzt gerade in diesem Moment sinkt so das Spiel minimal in meinem Ansehen gerade, weil ich mir denke, Mensch, jetzt gib mir mal mehr als nur Zeitfahren. Das wäre geil. Kann sagen, was man will, aber die Autoauswahl ist schon peak. Ja, das war leider die Zeit, wo alle meinten, oh, gib uns doch ein neues Underground, gebt uns ein neues Most Wanted, gebt uns ein neues Underground, gebt uns ein neues Most Wanted. Und deswegen hat kein Mensch gefühlt das wertschätzen können, was für krasse Fahrzeuge du hattest hier. Weil super viele halt eben wollten, dass man dass du deutlich ältere Boliden hast, die ganzen asiatischen Kisten hast, die ganzen Tuning-Kisten und so. Schade, ich dachte, da drifte ich easy dran vorbei. Und dass du auch kein Tuning hast, also viele haben sich da mega damals drüber aufgeregt. Ich glaube, ich selbst war auch so ein bisschen dabei, dass ich halt mir gewünscht hätte, zumindest mal so ein bisschen Modifikation oder so am Auto zu haben. Trotz allem, die Fahrzeugliste war für mich kein Kritikpunkt, weil ich konnte mich halt damit anfreunden, dass jetzt halt Need for Speed auch mal ein etwas anderes Spiel ist. Das Ding mit Need for Speed ist ja eh, weil das halt auch immer wieder gefordert wird, kehrt mal back zu eure Roots, okay? Kehrt doch mal zurück zu euren Wurzeln, Wo liegen die genau bei Need for Speed? Was siehst du denn als das Need for Speed Spiel, wo du willst, dass die zurückkehren? Im Prinzip, was halt Hot Pursuit hier gemacht hat, geht halt in die Richtung, weil Hot Pursuit war unter anderem auch der dritte Ableger und ich glaube der erste Ableger
Minus Polizei, da ging es halt auch um Straßenrennen und auch um recht luxuriöse Autos. So Tuning kam halt erst mit Underground 1, Underground 2 und Most Wanted auf. Hot Pursuit 2 gab es halt, glaube ich, kein Tuning. Außer halt anpassbare Farbe oder so. Aber das Ding ist halt, was ist halt für dich Need for Speed? Es gibt ja auch wahrscheinlich Leute, für die Need for Speed oder für die besten Need for Speed-Spiele Shift sind. Die Shift-Spiele. Und jetzt mit diesen Ghost Games, ich sag mal, Ausrutschern, möchte sie nicht spielen nennen, also zumindest eins davon, das 2015er, hast du natürlich drei weitere Spiele, die wieder in eine relativ andere Richtung jeweils gehen. Also sie folgen schon so ein bisschen der klaren Linie, aber trotzdem, alles hat so ein bisschen auch seine Eigenheiten. Ah, ich dachte, das wäre eine Rampe. Er hat direkt darauf zugesteuert, weil ich dachte, oh ja, da kann ich sicher hochspringen. Ja, schwierig. Belastung. Aber nee, jetzt hast du halt nochmal drei Spiele, die halt nochmal mehr Abwechslung in diese Reihe bringen. Das ist im Übrigen auch super lustig, weil während... Das ist ein super lustiges Thema, weil während bei Call of Duty alle Leute jahrelang drauf beharrt haben, dass sie endlich Änderungen sehen wollen und das Spiel sich weiterentwickeln muss und das immer wieder langweilig ist, dasselbe Call of Duty jedes Mal aufs Neue. Das ist halt lustig, das so zu sehen, dass das halt egal was du machst, dass es entweder funktionieren kann oder halt nicht funktionieren kann, weil Call of Duty hat, finde ich, bis heute nicht so unglaublich viel gewechselt und es funktioniert. Es gibt andere Serien, die nichts ändern, da funktioniert es nicht. Und dann gibt es halt auch sowas wie Need for Speed, die ändern jedes Mal aufs Neue irgendwas. Autsch. Erfinden sich quasi immer wieder aufs Neue neu. Und es funktioniert nicht. Sonst würden die halt nicht jetzt direkt ein neues Entwicklerstudio wieder dran setzen. Und sonst wären die auch nicht aus dem jährlichen Rhythmus rausgegangen und so. Ja, also ich finde es auf jeden Fall spannend, das so zu beobachten, weil während bei Need for Speed alle sagen, mach doch mal immer das, was immer schon cool war, haben alle bei Call of Duty immer gesagt, mach mal was Neues. Und als Call of Duty dann wirklich mal ein paar neue Sachen gemacht hat, wollten alle wieder so ein bisschen den alten Schinken haben. So ein bisschen mehr in Richtung Modern Warfare oder so. Also ich finde das super, super spannend, was so die ganze Spieleentwicklungsthematik angeht. Bin mir auch selbst nicht so sicher, ob das tatsächlich... So, jetzt können wir mal den GT3 RS fahren. Bin mir auch nicht so sicher, keine Ahnung, ob da... Ja, ich weiß nicht. Also bei manchen Genres, wie zum Beispiel halt bei Rennspielen, würde ich schon sagen, der Zenit bei einigen Subgenres ist halt schon überschritten. Da werden die Spiele, warum auch immer, einfach nicht besser. Bin ich felsenfester Überzeugung. Ich würde halt so gerne mal so ein ganz normales Budget haben, was du für so ein Rennspiel normalerweise kriegst. Und mal ein eigenes Rennspiel entwickeln und mal gucken, woran liegt's. Oder kann ich's vielleicht besser machen? Wenn ich tatsächlich die Ressourcen so lege, wie ich glaube, wie es klüger wäre. Das würde ich halt so gern wissen. Habe ich schon häufiger angeführt. Selbst ein Spiel entwickeln würde ich nie. Weil da würde ich wahrscheinlich halt... Also keine Ahnung, wenn du 10 Millionen für ein Spiel zahlst in der Entwicklung, dann kannst du stattdessen halt... easy peasy 20 Jahre GT3 fahren, wenn du mit einer 500.000 pro Saison rechnest. Ja, vielleicht ist der irgendwann mal ein Investor am Start und denkt sich, ha, diesem Dave Gaming vertraue ich, das wäre natürlich geil. Woran hattet ihr liegen? Das ist eine gute Frage. Das ist eine gute Frage. So, meine Top 3 LFS wurde jetzt auch schon zweimal sogar gefragt. Also ich würde sagen, ziemlich klar, die Nummer 1 ist Need for Speed Underground 2. Ich glaube, Hot Pursuit 2 würde sogar direkt dahinter folgen. Wobei das Disclaimer aus meiner Erinnerung heraus ist. Das heißt, ich weiß nicht, ob das heute noch Bestand hat. Deswegen gibt es ja auch die x Jahre später Reviews von mir. Und ich werde im Rahmen des aktuellen Hot Pursuit Playthroughs auch mal 10 Jahre später zu diesem Spiel machen. Dann vielleicht nicht ganz auf den Tag genau, sondern ein paar Tage vorgezogen, aber halt trotzdem verspannt.
Und ja, Platz 3. Vielleicht das 2005er Most Wanted. Weiß ich nicht genau. Aber Underground 2 fand ich schon super. Und Al-Fada, merci mal lieber. Ehre. Jo, und nice, und postet auch den Link. Gerne auf YouTube vorbeischauen. Gerne Abo raushauen. Ehre. Oh. Ja, aber sonst Need for Speed Porsche würde wahrscheinlich auch irgendwo mit da vorne mitspielen. Schätze ich jetzt mal. Vielleicht Carbon. Das 2010er und 2012er sind auch nicht so weit davon entfernt. Und selbst Heat finde ich sogar ganz okay. Also ja, ich glaube, ein paar Titel spielen da vorne schon ganz gut mit. Aber Underground 2... vor ja, Most Wanted und Hot Pursuit 2, das ist, glaube ich, so die Top, das sind so grob die Top 3. Und moin, Lena! Kommst richtig zum richtigen Rabatsch hier. Wo wäre dieses Spiel in der Liste? Wahrscheinlich so grob Top 5, denk ich mal. Alright. Dieser Abteilung wurden nun Lufteinheiten des SCPD zugeordnet. Das sehen wir beim nächsten Mal. Vielen Dank an alle, die eingeschaltet haben auf YouTube. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne Daumen nach oben da, gerne ein Abo raus, aber beim nächsten Mal wieder einschalten. Und ansonsten bis demnächst, ihr Lieben. Haut rein. Bis dann.